Hallo Freunde und herzlich. Oh, sind wir durch? Wir sind echt fast durch. Herzlich willkommen zurück zu City Skylines 2, genau. Zu Captain Finisterre. Ja. Wir sind hier fleißig am Rummachen und am Expanden. Wir kommen jetzt endlich hier hoch auf die Insel. Und haben in der letzten Folge, glaube ich, das große Problem gelöst, was wir hier sonst immer hatten. Auf jeden Fall schaut so aktuell aus, weil unsere Gummiproduktion gut dabei steht. Und wir jetzt damit auch unseren Diesel wiederum ein bisschen entspannt haben. Weil wir jetzt anstatt für die Gummiproduktion Diesel den überflüssigen Rohbenzin, den wir aktuell haben, hernehmen. Ich muss in Zukunft mal eine Anlage noch produzieren, die ein bisschen effektiver ist. Natürlich, klar, das geht immer weiter. Aber aktuell geht es ja eher darum, dass das hier alles super läuft und einigermaßen stabil läuft. Unsere City hier ist auch schon relativ groß geworden mittlerweile. Aber der Augenmerk, wo wir uns drauf heute werden, neben den ganzen Sachen, die immer passiert sind, ist erstens, wir haben das Dorf hier, unsere Dimension erfüllt. Haben wir irgendwas Neues bekommen? Ich würde jetzt aktuell nichts sehen. Wir können uns natürlich hier nochmal was für die Spinne auf Stufe 3. 150. Uff, da. Ja, meinetwegen. Komm. Wir liefern das schnell aus. Hoffentlich kriegen wir dann was von dem. Du bräuchtest einen Tank, ne? Das würde ich werden, würde ich echt mal eine gute Sache. Landschiff, Siedlung. Schädliches Schiff. Lass uns doch erstmal vielleicht doch erstmal anschauen, was uns eigentlich heute auf dem Plan stand. Und zwar, auf dem Plan steht, die 15 Megawatt Epic Stromanlage, die ich mal designt hatte. Ich würde die absichern, einfach damit es cool ausschaut. Und dazu hier Mauern reinsetzen. Auch weil wir es einfach können. Bedeutet, wir müssen hier die Verkippgebiete wieder entfernen und dann die Stützmauern errichten. Ja, ist unnötig, ich weiß, ich finde es cool. Weil es einfach so das Feeling gibt, als ob das Ding, warte mal, vielleicht gar nicht so blöd ist, ein bisschen höher zu sitzen. Warte mal. Schaut ja ein bisschen blöd aus, wenn es einfach nur versenkt ist. Setzen wir es ans Höher. Wie, ob es actually eine Mauer wäre in dem Fall. Jetzt liefern die Sachen dann an. Rotation. Dann richten wir die neue Anlage her. Doch ganz gut aus. Ecke schaut ready aus. Sollen wir noch LKWs hinkriegen, weil die sind relativ ausgelastet in letzter Zeit. Wahrscheinlich halt auch wegen diesen extrem langen Fahrten, die sie jetzt gerade vor sich hatten. Jetzt schütten wir ja schon die zweite Ebene auf, damit wir auf jede Ebene einfach kommen können. Vielleicht sollten wir auch mal wieder ein paar LKWs einfach produzieren. Die Kapazität hätten wir ja gerade, ne? Ich setze mal ein paar LKWs wieder in die Produktion rein. Ist vielleicht gar nicht so blöd. Wie schaut es eigentlich mit Eisen aus? Ja, blöd. Das ist nicht gut. Leute, wir müssen irgendwie schauen, dass wir das hier gut kombinieren können. Wenn wir das mal nur auf 2 verdünnen, dann kümmern sich die anderen vielleicht um die anderen Ecken und wir kriegen wieder ein bisschen Einsen rein. Vielleicht gar nicht schlecht. So. Ihr macht jeweils 2, oder das sind jetzt 6, das sind 12 Megawatt. So, die Kollegen graben sich hier noch durch. Wie schaut es aus mit
Schon, ja, wir sind hier schon überall schon relativ an der Grenze. Wir müssen dann hier das ganze Abgraben anfangen. Das muss das nächste große erklärte Ziel sein. Dann würde der Turm muss dann auch versetzt werden. Aber wenn das hier weg ist, muss es ausgegraben werden. Und dann müssen wir zur nächsten Kohlestation gehen, die sich ja hier hinten befindet am Ende, ne? Da haben wir natürlich noch ein bisschen was vor uns. Ja, da wird dann später mal ein Trupp eingesetzt, um das Ganze zu begradigen und anzupassen. Die Kupfermine ist immer noch sehr gut. Uppala. Wollte gerade sagen, sehr gut dabei, aber die scheint aktuell gar nichts zu machen. Die kriegt von mir gleich mal neue Aufgaben. Aber hey, wir hatten noch eh immer zu viel Kupfer. Wir haben immer noch zu viel Kupfer auf Lager. Ja, nee, ist klar. So, nee. Wie schaut's hier aus? Eigentlich ganz gut. Natürlich ist es jetzt dann blöd. Jetzt wird dann nämlich der geliebte Gummi voll. Und dann wird sich das Rubenzin wieder auffüllen anfangen. Aber wie es ausschaut, füllt sich der Tank zum Beispiel aktuell auch wieder auf. Sehr schöne Angelegenheit. Aber vielleicht ist es auch nicht blöd, wenn das Lager sich aktuell so gut füllt, einfach mal zwei weitere Lager aufzustellen. Das heißt, der inkompetente Anschluss. Oh lol, warte mal, ich habe die falsche aufgestellt. Natürlich kann ich das nicht anschließen. So. Dann füllen sich nicht die Lager auch wieder auf. Und wir haben noch mehr Zeit zum Produzieren in dem Fall. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Gut, die Abschirmung unserer Anlage ist dann ready. Wie gesagt, ist nur ästhetisch für mich jetzt, weil ich es irgendwie cool finde. Weil du wirst auch nicht in echt hier einfach so das hinbauen, sondern du wirst irgendwie so Stützen reinbauen, Schutz und alles drum und dran. So, dann tun wir mal hier im Planungsmodus gehen und setzen den Plan für die 15 Megawatt Anlage. Ich würde irgendwie trotzdem gerne hier so einen Notfall... Oh. Ja, du kommst raus, gut. So, das ist die Riesenanlage. Bist du noch 15 Megawatt? Weil allein das Ding tut doch 15 Megawatt aus. Ah, funktioniert das überhaupt noch? Hier stehen Hochdruckturbine, Hochdruckturbine und Hochdruckturbine miteinander. Wie war die Idee damals? Da kam dann, glaube ich, Wasser raus, oder? Ich muss jetzt selber mal wieder gucken, wie die damals funktioniert hat. Das sind die Wasserausgabeteile. Bitte, wir brauchen jetzt erstmal dann ganz viel Dampf, weil, wo fangen wir denn an hier? Das ist eine Niederdruckturbine, das ist eine Niederdruckturbine. Wenn ihr beide zusammen schluckt. Ergibt es überhaupt noch Sinn? Wait, what? Warte mal, es ergibt doch alles gar keinen Sinn mehr, oder? 12. Also der Bereich gibt noch Sinn. Du frisst aber 48. Jede von denen gibt 48 Niederdruckdampf aus. Bedeutet, jede von euch hier also erstens ist es mir 15 Megawatt, weil das sind jetzt hier allein dann 30, 60, 90 Megawatt, glaube ich. Aber selbst dann, das ganze System stimmt gerade überhaupt nicht. Weil du müsstest eine Zweier sein. Und selbst dann habe ich noch ganz viel Dampf übrig. Der Dampf geht hier rein. Ja, selbst die Anschlüsse passen nicht mehr. Hier müsste, die ganze Anlage müsste ich überarbeiten.
Ach nö. Ach Mensch. Und die gibt dann wieder um 48 aus am Ende, bedeutet. Ich mache 48, bedeutet ich krieg. Und jeder dieser Türme kriegt 24, bedeutet ich brauche. Auf 3 am Ende. Auf 3 Niederdruckturbinen. 6 Türme. Die Turmanzahl würde sogar stimmen. Das Einzige, was nicht stimmt, sind die Anschlüsse mehr. Und das Ganze außenrum. Und du bist so ein Überdruckventil. Okay, Leute. Also ich glaube, der erste... Die Grundidee funktioniert noch, aber der Rest nicht mehr. Bedeutet, wir müssen hier relativ viel neu entwickeln jetzt anfangen. Leider. Also wir können ja mal einfach von dem ausgehen. Wir haben im Grunde eine Hochdruckturbine Stufe 2, ne? Die hier. Produzierend 12 Megawatt. Bedeutet, die Niederdruckturbine 2 produziert mit dem zusammen 18. Der Stromgenerator groß frisst 18. Bedeutet, das ist quasi eine Einheit am Ende, ne? Jetzt hängen wir einfach für Kompensationszwecke dicht dazwischen, die hier dran. Dann seid ihr eine Einheit. Ne? Wait, what? Oh, 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 oh. Fehler wurden begangen, Leute. Hier sollten wir bitte nicht weiter graben. Shit. Jetzt ist das passiert, was nicht passieren sollte. Scheiße. Shittery McDiddlery. Damit, jetzt ist das wirklich eingestürzt. Naja, aber was soll ich machen? Ja, die Mauer. Haben wir nichts mehr zu verkippen, lieber mal. Ihr habt nichts mehr zu graben. Auch spannend, dann schicke ich euch halt hier durch und lasse euch einfach mal hier so einen Graben ausziehen. Und dann hier dazwischen so hoch. Euch müssen wir halt schauen, ihr müsst jetzt Stück für Stück hier abgraben anfangen. Komm, ein, zwei Bagger werden sich doch bestimmt umentscheiden jetzt nochmal, oder? Wir sind zwar fast auf der Eiseninsel, aber... Gut. Zurück zum Modell. Was willst du denn verkippen schon wieder? Haben wir aufgehört zu verkippen? Ja, nee, eigentlich nicht. Ich glaube, die LKWs sind bloß wieder zu inkompetent aktuell. So, dann sollte das gleich wieder sagen, dass alles gut ist. Oder die Einheit alleine produziert 15 Megawatt aus 48 Dampf. 48 Dampf. Wenn wir das hier mal rauslesen, wo auch immer zur Hölle das schon wieder war. Oh, ich bin gerade wieder blind. So schwer ist es nicht. Hier. Mache ich mit einer Anlage. Wenn ich jetzt von einem Kohleheizkessel ausgehe, ist es wieder mit Kohle betrieben. Wir können natürlich einen Kultturm groß nehmen, der macht zwei, tut zwei Anlagen auf einmal sozusagen roasten. Wir können den zum Beispiel hier dazwischen dann so packen.
Dann kopieren wir dich hier. Machen hier einmal einen Flip. Setzen das hier so an. Gehen hier so rum. Wir brauchen zwei Heizkessel. Ich überlege gerade, wie ich das am schlauesten machen kann alles. Dann kopiere ich dich, flippe ich dich. Bei zwei Anlagen kommt 180 raus. Ein Schornstein schafft nicht mal ansatzweise 180. Bedeutet, hier muss ein großer Schornstein dann hin. Sind drei Schornsteine. Uah. Und wenn das dann hier rauskommt, kann das direkt hier reingefüttert werden. Ich hätte gern eine Einheit, die ich einfach so verwenden kann. Jetzt gehen wir halt echt mal wieder davon aus, einfach, dass wir das wieder mit Kohle machen. Wir haben hier wieder ein Zwischenlager, das von außen befüttert werden kann, hoffentlich. Jetzt kann es. Es muss halt irgendwie befüttert werden, ne? So. Gott, das wird eine Wiederanlage. Ja, aber eine so eine Anlage kann am Ende 30 Megawatt produzieren. Was die Anlage irgendwie nicht hinkriegt. Und aus Dingen kriegen wir dann 60 Wasser wieder pro Minute raus. Was einen großen Teil des Wassers macht, den wir hier brauchen. Wir könnten das eigentlich alles mit einer Wasserbefüllungsanlage machen in dem Fall. Was, sind wir echt durch? Was? Ich grabe jetzt einfach mal aus Interesse hier die ersten Schichten runter und schaue, was er da wieder darauf reagiert. Wahrscheinlich nicht gut, aber scheiß drauf. Und passiert nichts. Es war doch eine neue Bauzone drin. Achso, weil ich pausiert habe. Das als eine Anlage. Kohle. Kann ich mit Kohle auch einfach hier vorne rumführen? Rein theoretisch ja. Wie gesagt, ich brauche einen großen Schornstein. Weil kleine reichen nicht. Problem natürlich wieder den Zugang blocken, ne? Schornstein groß. Ich hätte gerne irgendwie geschafft, hier noch Wasser reinzukriegen, aber das geht sich, glaube ich, einfach nicht aus. Habe ich jetzt zufällig den Kohleweg hier zugebaut?
Die Frage ist, wie wir das am schlauesten machen. Ausgleiche vorne hin vielleicht. Wenn ich dich ausschneide und ein zweiter davor setze. Kann ich dich so rumführen? Dich so rumführen? Kann ich nicht hier irgendwie drüber? Fucking ernst? Ernsthaft? Ist es halt hier auf der Seite wie eine Abgrenzung, scheiß drauf. So. Das als Anlage. Wir tun es mal ausschneiden. Flippen wir das einmal so und setzen das hier so hin. Ich platziere jetzt hier zwei Lager hin. Einmal ein Schüttgutlager und ein Flüssigkeitslager. Das hier wird Wasser relativ hoch. Machen wir mindestens so voll und du wirst Kohle auch mindestens halb voll. Wasser muss ich nur hier anschließen und die Kohle wird hier angeschlossen. Wenn wir später das freischaufeln, kann ich das alles noch hier dran anschließen. Und jetzt hat gebe ich das alles mal frei. Hauberlade, so war das nicht der Plan. Du nicht. Kohle und Kohle. Fehlt mir dafür jetzt Einigkeit, aber warum darf ich dich nicht bauen? Irgendwas fehlt hier. Es scheint ja nicht unsere Bauteile zu sein. Was fehlt? Elektronikteile? Es fehlen halt echte Elektronikteile. Oh, what? Ah, die Anlage läuft ja schon, Leute. Die Anlage reagiert ja schon. Ah, ich muss noch Priorität auf 4 setzen. Ah, nee, warte mal. Priorität, warte, jetzt ist es ja umgedreht. Eine Priorität hier. Damit zuerst das Wasser verwendet wird. Aus der Rückführungsanlage. So. Jetzt könnt ihr mit Wichtigkeit 1 bearbeitet werden. Achso, bei dir machen wir aus, aus. Kommt gar nicht auf die Idee. Ja, aber schaut gut aus. Das ist diesmal eine kleinere Variante von der ganzen Anlage, die wir sonst hatten. Mit 30 Megawatt. Weil wir können das ganze Konstrukt hier abbauen, was genauso viel frisst. Und weniger produziert. Weil immerhin hiermit haben wir nur... Das waren jetzt hier jeweils 6, 12 Megawatt gemacht. Das Ding macht doppelt so viel Strom. Mit weniger Aufwand. Das ist schon brutal. Das ist schon brutal. Und natürlich effizienter, weil es das Wasser wieder verwendet. Wir sind halt dauernd mit Wasser auch ausgestattet.
Wir können natürlich ein Rückführungssystem auch in den Tank machen und, aber zu aufwendig. Wir laufen und wir funktionieren. Das ist gerade super. Eine funktionierende Einheit wieder. 30 Megawatt. Und wir können die Anlage dann flachlegen. Wir können die Generatoren hier hinten müssten stillstehen mittlerweile wieder, weil werden nicht gebraucht. Es funktioniert einfach. Ja, schau her. Benzin ist wieder voll. Schicke Sache. Nicht genug Wartung 2? Was? Wer von den Teilen braucht Wartung 2? Wait, what? Wer braucht Wartung 2? Oh no! Oh no, ich habe keine Wartung 2. Okay, Leute, ich hoffe, es gefallen. Wenn ihr alles um den Daumen nach oben da, abonniert dann nicht ab und beim nächsten Mal kümmern wir uns dann um Wartung 2 und oft um den Umbau, dass hier die neue Stromproduktion hinkommt. Also, bis dann. Ciao.